Catilina, eine der beiden Figuren im Zentrum des Aufruhrs, war eine fast bankrotte Aristokratin, während Cicero ein berühmter Redner und Staatsmann war. Die Römische Republik lag im Todeskampf. Innerhalb weniger Jahre würde Julius Caesar, der Diktator auf Lebenszeit, ermordet werden und die Regierung würde ins Chaos stürzen. Der Ausgang eines langwierigen Bürgerkriegs würde zur Entstehung eines Imperiums unter der stets wachsamen Aufsicht eines Kaisers führen. Er wurde jedoch auch Zeuge des Verlusts vieler persönlicher Freiheiten, Freiheiten, auf die die Menschen stolz waren und die das Ergebnis einer langen Geschichte voller Kämpfe und Auseinandersetzungen waren. Dies sollte jedoch zu einem etwas späteren Zeitpunkt geschehen. Wir schreiben das Jahr 63 v. Christus. Und die Stadt Rom und die Gründung der Republik waren bedroht. Glücklicherweise war mitten in diesem Aufruhr, zumindest in seinen eigenen Gedanken, ein Mann eingegriffen, um sie zu retten. Roms Wirtschaftskrise, im Jahr 63 v. Christus. War Rom eine Stadt mit etwa 1 Million Einwohnern und regierte ein Reich, das sich von Hispanien im Westen bis Syrien im Nahen Osten und von Gallien bis zu den afrikanischen Wüsten im Norden erstreckte. Außerhalb der Stadt, in den Provinzen, mussten die Grenzen für die nächsten Jahrzehnte verstärkt werden. Pompeius kämpfte im Osten mit Mithridates, dem König von Pontus, während Julius Caesar im Norden gegen verschiedene Stämme Galliens und Germaniens kämpfte, aber Rom stand vor ihm eine innere Bedrohung zu Hause. Die Unruhen an der Innenfront wurden durch die Unruhen in den Ostprovinzen verursacht. Der deutliche Rückgang des Handels und der daraus resultierende Verlust von Steuereinnahmen hatten dazu geführt, dass viele der wohlhabenderen Römer zunehmend verschuldet waren. Die Arbeitslosigkeit in der Stadt war hoch. Der römische Senat schwieg und war nicht in der Lage oder willens, eine Lösung zu finden. Die Menschen sehnten sich nach einem Helden, der zurückkehren und ihre Probleme heilen würde, den allseits beliebten Pompeius. Doch gleichzeitig kam es zu schweren Unruhen, eine Unruhe, die zu einer Verschwörung führt, einer sogenannten Verschwörung, die nicht nur die Menschen innerhalb der Mauern Roms, sondern auch die Stadt selbst bedroht. Catilina gegen Cicero. Im Mittelpunkt der Aufregung standen zwei Männer, Lucius Sergius Catilina und Marcus Tullius Cicero. Catilina war eine fast bankrotte Aristokratin, während ihr schärfster Feind, Cicero, ein Philosoph und Dichter sowie ein berühmter Redner und Staatsmann war. Catilina stammte aus einer prominenten Adelsfamilie, ihr Urgroßvater hatte im Zweiten Punischen Krieg gegen Hannibal gekämpft, während Cicero aus einer wohlhabenden Landbesitzerfamilie in Arpinum, einer kleinen Stadt außerhalb von Rom, südöstlich der Hauptstadt, stammte. Er hatte eine brillante juristische Karriere, in der er seine berühmten Fähigkeiten als Redner einsetzen konnte. Es wurde gesagt, dass die Leute jeden Job, den sie gerade machten, kündigten, um Ciceros Rede zu hören. Die beiden Männer gerieten aneinander, nachdem Cicero eine von Catilina geplante Verschwörung aufgedeckt hatte, die darauf abzielte, die Stadt durch die Tötung mehrerer gewählter Beamter niederzubrennen. Der Zweck dieses sogenannten Angriffs auf die Stadt bestand darin, die Schulden aller zu beseitigen, ob reich oder arm. Einigen zufolge würde das daraus resultierende Chaos es Catilina auch ermöglichen, die Führungsrolle zu übernehmen, die sie sich so sehnlichst gewünscht hatte. Die Aufdeckung der Verschwörung würde zu dem führen, was die Historikerin Mary Beard in ihrem Buch Eine Geschichte des antiken Roms als Konflikt zwischen Ideologie und Ehrgeiz bezeichnet. Die Entdeckung der angeblichen Verschwörung würde den Höhepunkt von Ciceros langer und bemerkenswerter Karriere in der Politik darstellen und gleichzeitig das Lob einiger und die Verurteilung anderer einbringen. Catilinas dunkle Vergangenheit. Cicero und Catilina standen sich erstmals bei den Konsulwahlen im Jahr 64 v. Christus gegenüber.
Um die Wahl zu gewinnen, nutzte Catilina sowohl ihr eigenes Geld als auch die finanzielle Unterstützung anderer. Tatsächlich war sie höher verschuldet, wurde aber Dritte. Leider unterlag er dem Fremden Cicero und Gaius Antonius Hybrida. In Wirklichkeit war Hybridas Ruf etwas besser als der von Catilina. Von vielen als korrupt angesehen, wurde Catilina einst vom Senat ausgeschlossen und degradiert. Cicero nutzte seine überlegene Beredsamkeit, um Catilinas verdorbenen Charakter in Frage zu stellen, was Catilina die Wahl kostete. Schon bevor die Verschwörung aufgedeckt wurde, hatte Cicero in Catilina eine ernsthafte Bedrohung für die unruhige Stadt gesehen. Während Cicero sowohl an die Rechtsstaatlichkeit als auch an die Wahrung der Verfassung glaubte, sah sich Catilina als Verfechterin der Armen, bankrotten Veteranen und Enteigneten. Dem zufälligen Beobachter schien Catilina für das Konsulat gut geeignet zu sein. Sie hatte während der Sozialkriege mit Pompeius, Vater in der Armee gedient und war sowohl Prätorin als auch Gouverneurin gewesen. Er hatte sogar die Unterstützung von Julius Caesar. Aber Catilina hatte eine dunklere Seite. Obwohl er während seiner Amtszeit als Gouverneur von Afrika aus unerklärlichen Gründen vom Vorwurf der Erpressung freigesprochen wurde, plagten ihn ernsthafte Gerüchte über den mysteriösen Tod seiner Frau und seines Sohnes. Trotz Gerüchten und Anspielungen gelang es ihm, Unterstützung und Geld von Marcus Licinius Crassus zu erhalten, um 64 v. Christus für das Amt des Konsuls zu kandidieren, verlor jedoch das Rennen gegen Cicero und Antonius Hybrida. Cicero, der die Wahl gewann, war sich sicher, dass Antony, der Co-Konsul, der ein enger Freund von Catilina war, sich kaum einmischen würde. Da die Kandidatur für ein gewähltes Amt kostspielig ist, versprach Cicero Antonius, dass er nach Ablauf seines Konsulats eine lukrative Position als Gouverneur von Mazedonien antreten könne, wo er seine Finanzen wieder hereinholen könne. Seine Zeit in Mazedonien war kurz, da er gewaltsam vertrieben und schließlich verbannt wurde. Cicero trat am 1. Januar 1963 v. Christus sein Amt als Konsul an. Kurz nach der Wahl und Catilinas Niederlage hörte Cicero die Schritte einer Verschwörung, die darauf abzielte, mehrere wichtige Regierungsbeamte, darunter sich selbst, zu ermorden und die Stadt niederzubrennen. Diese Information, deren Echtheit viele zunächst in Frage stellen, stammte von einer Frau namens Fulvia, der Geliebten von Catilinas Freund Quintus Curius. Angeblich war Curius verschuldet und hatte Informationen über die Verschwörung gegeben, die Fulvia daran hindern sollte, ihn zu verlassen, und sagte, dass seine Geldprobleme bald ein Ende haben würden. Fulvia erzählte es sofort Ciceros Frau Terentia und sie Cicero. Aber nur wenige glaubten an Cicero. Der Senat sagte, er habe außer Gerüchten kaum Beweise und habe alles übertrieben. Ihrer Meinung nach habe es eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Cicero glaubte jedoch fest an die Richtigkeit dieser Nachricht und stellte sogar einen Leibwächter für sich ein, sodass am 7. November 1963 v. Christus tatsächlich sein Leben gemeint war. Glücklicherweise hatte Fulvia ihn vor einem möglichen Angriff gewarnt und er hatte seine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Beweisschreiben. Ungefähr zu dieser Zeit wurde Crassus eine Reihe anonymer Briefe an verschiedene römische Senatoren zugestellt. Der Brief warnte ihn, Rom zu verlassen. Crassus ging in Begleitung zweier Senatoren direkt zu Cicero. Crassus sagte, die Briefe stammten von einer anonymen Quelle, aber viele glaubten, es handele sich um einen Freund von Cicero und Catilina, Celius. Cicero berief am 20. Oktober den Senat ein und übergab die Briefe mehreren Senatoren, an die sie gerichtet waren. Jeder Brief enthielt dasselbe, Informationen über die Verschwörung und Anweisungen zum Verlassen der Stadt.
Unterdessen versammelten sich im Norden die Streitkräfte der Veteranen und der Armen. Catilina erschien am 8. November vor dem Senat, um zu plädieren, leugnete alles und griff Cicero sogar verbal an. Um seine Ankläger zu besänftigen, bot er jedoch an, unter Hausarrest zu gehen, mit der Begründung, er sei ohne Gerichtsverfahren ins Exil gezwungen worden, sein Angebot beinhaltete, in Ciceros Haus zu übernachten. Später, nachdem er in der ganzen Stadt zu einem Aufstand aufgerufen hatte, floh er nachts mit 300 Männern nach Faesulae in Etrurien und schloss sich seinem Mitverschwörer Caius Manlius an. Als der Senat davon erfuhr, erklärte er beide Männer zu Staatsfeinden. Die Verschwörer wurden verhaftet. Weitere Informationen über den Stand der Verschwörung, die sich außerhalb der Stadt abzeichnete, kamen aus unerwarteter Quelle. Die gallischen Allobrogs waren in der Stadt, um beim Senat zu appellieren, die belastenden Steuern zu vermeiden, die sie zahlen mussten. Mehrere Verschwörer standen ihnen gegenüber und drängten sie, sich ihrem Plan anzuschließen und einen Aufstand in Gallien zu beginnen. Nachdem die Gallier die Stadt verlassen hatten, wurden sie von Gaius Pomptinus gefangen genommen und zurückgebracht, und schließlich erzählten sie Cicero alles, was sie erfahren hatten. Schließlich war der Senat von der Ernsthaftigkeit der Verschwörung überzeugt. Bald darauf folgte die Verhaftung der verbleibenden Verschwörer in Rom. Im Haus eines der Verschwörer, Gaius Cornelius Cethegus, wurden zahlreiche Waffen gefunden, darunter Speere, Messer und Schwerter. Am 5. Dezember traf sich der Senat im Concordia-Tempel, um die Verurteilung der 5 inhaftierten Verschwörer zu besprechen. Julius Caesar, ein Freund von Catilina und einmal der Verschwörung beschuldigt, widersetzte sich Ciceros Vorschlag einer sofortigen Hinrichtung, also ohne Gerichtsverfahren. Sogar Junius Silanus, der zum Konsul gewählt wurde, unterstützte die Hinrichtung. Cicero zeichnete die Anhörungen kurz auf, um seine Position gegenüber der vor dem Forum versammelten Öffentlichkeit zu verteidigen. Caesar schlug vor, die Verschwörer einzusperren, bis ein Prozess stattfinden könne. Geldstrafen, Verbannung oder Tod waren die üblichen Strafen, da es keine römischen Gefängnisse gab. Obwohl er nicht mit den Verschwörern sympathisierte, erklärte er, dass der Senat nicht voreilig handeln dürfe. Der Historiker Sueton schrieb in seinem Werk Die 12 Cäsaren. Als die Catilina-Verschwörung ans Licht kam, forderte die gesamte Versammlung mit Ausnahme des gewählten Prätors Caesar die Todesstrafe für Catilina und ihre Mitarbeiter. Nur Caesar schlug vor, sie jeweils in einer anderen Stadt einzusperren und ihr Eigentum zu beschlagnahmen. Als der Senat den Vorschlag hörte, war er gerade dabei, Caesar zuzustimmen, als Marcus Porcius Cato, bekannt als Cato der Jüngere, aufstand, um zu sprechen. Er war kein Freund Caesars und gehörte den Optimisten an, einer mächtigen konservativen Gruppe im Senat. Cato hielt eine spannende und ungeduldige Rede und stimmte Cicero zu. Der Senat stimmte zu, sie würden ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Obwohl der Prozess üblich und gesetzlich vorgeschrieben war, nutzte Cicero seine Notstandsbefugnisse, um die Entscheidung aufrechtzuerhalten, und zog sich aus dem Prozess zurück. Jeder der 5 Männer wurde zum Tullianum gebracht, einem alten Gebäude, das einst als Lagerhaus im Forum diente. Sie wurden von einem Henker gewaltsam in einen kleinen, schmutzigen und übelriechenden Raum gebracht, wo sie mit einer Schlinge erdrosselt wurden. Cicero wandte sich an die Menge draußen und begrüßte ihn als Pater Patriae, was Vater des Vaterlandes bedeutet. Er rief Wichsere. Sie weinte. Dieses Lob war jedoch nur von kurzer Dauer. Viele begannen, die offensichtliche Ausübung exekutiver Befugnisse in Frage zu stellen, eine Entscheidung, die eindeutig das Recht einer Person auf ein faires Verfahren verletzte.
nach der Verschwörung, obwohl er versuchte, mit seiner Armee aus dem Apennin zu fliehen, wurde er gefangen genommen. Drei Viertel seiner angeblich 20.000 Soldaten hatten ihn im Stich gelassen. Er wurde besiegt und getötet. Die Verschwörung ist vorbei. Obwohl Cicero als Konsul, Schriftsteller und Dichter erfolgreich war, glaubte er stets, dass sein Kampf gegen Catilina seine größte Errungenschaft sei. In einer viel zitierten Rede wenige Wochen zuvor, am 8. November 1963 v. Christus, einen Tag nach dem Attentat, brachte Cicero seine Verachtung für Catilina zum Ausdruck: Catilina, wie lange wirst du noch unsere Geduld missbrauchen? Fast zwei Jahrzehnte später, als sich die Stadt und die Republik mitten in einem weiteren Bürgerkrieg befanden, geriet Ciceros Leben erneut in Gefahr, was dieses Mal schließlich zu seinem Tod führte. Leider hatte er sich gegen den römischen Feldherrn und Caesars engen Freund Marcus Antonius gewandt. In einem Artikel mit dem Titel Angriff auf den Feind der Freiheit schrieb er unter Bezugnahme auf die Enthüllung von Catilinas Verschwörung: Ich, der als junger Mann unseren Staat verteidigt hat, werde ihn auch im Alter nicht im Stich lassen. Da ich Catilinas Schwerter nicht überschätze, werde ich mich von ihren zu Ehren von Mark Antony nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil, ich würde mich gerne opfern, wenn mein Tod die Freiheit unserer Nation retten würde, wenn er dem leidgeprüften Volk Roms endgültige Erleichterung von seinen Leiden bringen würde. Auch im hohen Alter blieb Cicero ein entschiedener Verteidiger der Republik und ihrer Ideale. Leider hatte er sein Schicksal selbst bestimmt, indem er Antonius ihm gegenüber feindlich gesinnt hatte. Er wurde am 7. Dezember 1943 v. Christus gefangen und sein Leben wurde beendet.